Spökelbox. Herzlich willkommen hier bei Würfelbox. Ich bin der Max. Ich bin der Markus. Ich bin die Kathi. Und wir haben uns für heute eine weitere Episode aus unserer Reihe Videospiele Unplugged vorgenommen. Und zwar heute schauen wir uns das Videospiel SimCity an. Ich glaube, das ist den meisten bekannt. Und versuchen dann so ein bisschen zu sehen, gibt es Brettspiele, die ein ähnliches Konzept, ein ähnliches Thema haben oder die generell interessant sind zu spielen, wenn man auch SimCity gerne mag. Es geht darum, seine eigene Stadt zu bauen. Ich glaube, das ist auch der einzige Stadtbausimulator, der mir soweit bekannt war. Es ist der bekannteste auf jeden Fall. Dann schauen wir in die Spiele. Okay, ich fange auch direkt an. Mein Spiel, das ich leider nicht da habe, wäre Sunrise City von 2012. Das ist ein Spiel für 2 bis 4 Spieler und dauert 60 Minuten. Zu Beginn des Spiels, also es ist ein City Builder, man baut seine eigene Stadt auf und man baut gemeinsam, also alle Spieler bauen gemeinsam an derselben Stadt. Vor dem Spiel draftet man verdeckt spezielle Charakterkarten, die einem im Spiel noch Vorteile geben können und man versucht Siegpunkte zu sammeln. Siegpunkte gewinnt man dadurch, dass man Gebäude baut. Das Spiel geht über 3 Runden und jede Runde hat dieselben 2 Phasen. In der ersten Phase zieht man von einem Stapel Grundstücksteile und Gebäude, die man bauen kann. Und dann fängt man an, beginnt mit dem Startspieler, um das Rathaus herum die Grundstücksteile aufzubauen. Dann fangen alle anderen Spieler an, auf Grundstücke zu bieten. Und auch der Bietmechanismus ist total interessant, weil auf dem Grundstück, wo zuerst 2 von diesen Bietsteinen derselben Farbe aufeinander liegen, das gehört dann. Dann ist das Gebot für dieses Grundstück abgeschlossen. Also ziemlich gut. Und man kann dann anfangen, auf seine eigenen Grundstücke und dann auch auf die Grundstücke der anderen hinüber Gebäude zu bauen. Und mit der Zeit wächst dann dadurch meine Stadt, sowohl in den Grundstücken als auch in den Gebäuden, die darauf gebaut sind. Und man hat dann sogar die Möglichkeit, auf schon bestehende Gebäude weiter aufzubauen und dann in die Höhe zu bauen. Und das ist etwas, was ich an dem ursprünglichen SimCity, was ich total cool fand, wenn man gesehen hat, wie die Stadt langsam aber sicher nach oben wächst. Wie die Wohngebiete langsam aber sicher in die Höhe schießen und immer mehr Einwohner haben und dann irgendwann hat man den Wolkenkratzer oder auch bei den Gewerbegebieten. Und das ist in diesem Spiel genau das, was ich toll fand und was ich gut gemacht finde. Der einzige Nachteil ist ein bisschen dieses Punktsystem, was nicht so ganz den SimCity-Charakter hat, aber andererseits wüsste ich auch selber nicht, wie man es besser machen soll. Wie soll ich Spielerinteraktionen oder verschiedene Spieler an derselben Stadt spielen lassen, ohne irgendeine Form von Siegpunkten? Genau, mein Vorschlag für euch, wenn ihr SimCity gut findet, Sunrise City. Mein Vorschlag für alle SimCity-Fans ist Suburbia. Das gilt als eines der besten Städtebauspiele. Es ist auch ein Legespiel, das heißt, jeder Spieler schlüpft in die Rolle von einem Architekten und versucht, eine möglichst große Stadt aufzubauen. Ziel ist es, möglichst viel Bevölkerung anzulocken und dadurch dann am Ende zu gewinnen. Das Besondere an dem Spiel ist, finde ich, dass es ähnlich wie bei dem Original SimCity gibt es verschiedene Ziele, die man erreichen muss. Die werden zwar erst am Ende gewertet und bringen dann sozusagen zusätzliche Punkte, aber das ist sozusagen so eine kleine Anlegung an das Spiel. Was mir außerdem sehr gut gefällt an dem Spiel ist, ist es sehr strategisch. Es gibt sozusagen so einen Immobilienmarkt, wo verschiedene Grundstücke auslegen. Es gibt Wohngebäude, Industriegebiete, Gewerbegebiete und noch öffentliche Gebäude. Und je nachdem, wo, an welcher Stelle diese Gebäude auslegen, kosten sie unterschiedlich. Das heißt, ich habe hier auch so eine Überlegung, kaufe ich das jetzt, dann wird das nächste vielleicht für den anderen günstiger, warte ich noch und so weiter. Was außerdem auch noch eine Anlehnung an SimCity ist, ist wirklich, dass es eben um dieses Wachstum der Stadt geht. Es hat so einen selbstverstärkenden Effekt, also ich bekomme durch Gebäude bekomme ich Ruhm und durch den Ruhm ziehe ich Bevölkerung an. Das finde ich wirklich eigentlich eine sehr gelungene Umsetzung von so einem Städtebauspiel und da ist meine Empfehlung für SimCity.
Also was man, glaube ich, zu Suburbia noch sagen kann, was anders ist als jetzt mein Spielvorschlag, jeder baut an seiner eigenen Stadt. Genau. Die Teilchen, die man aber legt, beziehen sich häufig auch auf die ausliegenden Teile in den anderen Spielerstädten. Das heißt, man könnte vielleicht eher sagen, jeder baut sein Stadtviertel oder also. Ja, stimmt, absolut, weil es ist ja die Suburbia, also die Ja, genau, Vorstadt. richtig. Es gibt durchaus Spielerinteraktion, aber es ist tatsächlich so, dass man eher, also im Vergleich zu deinem Spiel oder auch im Vergleich zu meinem Spiel, man eher seine eigene Stadt baut. Genau, und das finde ich aber eben auch das Schöne, weil ja beim SimCity hast du ja Das eigentlich auch stimmt, eher das ist dieses wahr. Solitär-Feeling. Und ich bilde den Abschluss. Ich habe mich für Big City entschieden, ein etwas älteres Spiel bereits, aber es ist noch erhältlich, zumindest in gebrauchten Varianten. Big City ist, wie ich gerade schon gesagt habe, ein Spiel, bei dem man mit seinen Mitspielern gemeinsam an einer Stadt baut. Diese Stadt wird zuerst dargestellt durch lauter leere Grundstücke, aber nicht alle Grundstücke sind von Anfang an verfügbar, sondern auch diese Fläche der Stadt, die wächst noch. Dies ist ein Teil sozusagen der Zugabfolge, dass man hier auch noch sozusagen die Gesamtfläche der Stadt oder der möglichen Stadt vergrößern kann. Und wenn ich dran bin, dann habe ich eine Hand mit Karten, die zeigen mir an, welche Grundstücke ich besitze. Und auf diese Grundstücke darf ich bauen. Und ich kann dann unterschiedliche Sachen bauen. Ich kann anfangen mit Wohngebieten, ich kann auch das Rathaus bauen. Und dann gibt es noch ganz viele andere verschiedene Gebäude, die ich bauen kann. Aber die sind meistens davon abhängig, ob das Rathaus schon gebaut ist. Und die Gebäude bringen mir Siegpunkte. Und zwar entsprechend der Umgebung, in der sie sich befinden. Das heißt, wenn ich nahe an zum Beispiel dem Rathaus bin, kann ich extra Punkte bekommen für das Kino und so weiter und so fort. Das heißt, wie im echten SimCity eigentlich, wo ich ein bisschen nicht nur überlegen muss, okay, ich habe in meiner Stadt so und so viele Feuerwachen, so und so viele Polizeistationen und so viele Parks, geht es auch darum, wie ordne ich die an. Das Ganze hat auch ein sehr schönes Gefühl, finde ich, dieses Spiel. Also so eine Haptik, würdest du immer gern sagen, Max, weil jedes einzelne Gebäude in diesem Spiel ist durch wirklich eine kleine Plastikminiatur dargestellt. Es ist wirklich sehr schön und sehr hochwertig auch. Und es macht wirklich Spaß, dem Wachstum der Stadt zuzuschauen. Es ist für 2 bis 5 Spieler. Man muss ganz klar sagen, ich persönlich würde sagen, es ist ein Zweispielerspiel, denn im Zweispielermodus ist es ein sehr hochstrategisches Spiel, bei dem man wirklich überlegen muss, okay, wo baue ich? Welche Gebiete könnte mein Mitspieler haben, also Zugriff haben? Und wie erzeuge ich für mich den meisten Punktegewinn, für meinen Gegner den geringsten Punktegewinn? Bei, sagen wir jetzt, 5 Spielern ist es natürlich dann schon sehr chaotisch. Für mich ein sehr schönes Spiel, ein sehr strategisches Spiel, wenn man es in einer geringen Spielerzahl spielt. Und vor allem ein Spiel, was mir persönlich wirklich das Gefühl von SimCity gibt, dass ich zuerst wirklich eine leere Fläche habe und dann langsam wirklich optisch sichtbar diese Gebäude draufsetze. Okay, das waren soweit unsere Spieleempfehlungen für alle SimCity-Liebhaber. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ihr wart hier beim Würfelbox und wir sehen uns beim nächsten Mal.